Minimalismus kann dein Leben leichter machen. Und weil das so ist, besprechen wir heute 15 einfache Möglichkeiten, mit denen du noch heute anfangen kannst. Bleib auch unbedingt bis zum Ende dran, denn dann werde ich dir einen geheimen Minimalismus-Tipp verraten, den fast keiner berücksichtigt, der dein Leben aber komplett verändern kann. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Seit mehr als 6 Jahren lebe ich minimalistisch. Warum? Bevor wir in die 15 Möglichkeiten einsteigen, lass uns kurz darüber sprechen, warum Minimalismus überhaupt wichtig ist. Konsum und Shopping gehören in unserer Gesellschaft fast schon zum guten Ton. Nicht selten wird Glück mit Besitz gleichgesetzt. Wenn wir jemanden sehen, der sich mit Luxus umgibt, gehen wir oft automatisch davon aus, dass es dieser Person gut gehen muss und sie glücklich ist. Und viel zu oft kaufen wir uns Dinge nebenbei, weil wir dann einen kurzen Glücksflash bekommen. Kein Wunder, dass sich hunderte, oft sogar tausende Gegenstände in unserem Zuhause ansammeln. All diese Dinge fordern jedoch unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. Wir müssen sie sauber halten und aufräumen und natürlich brauchen sie auch Platz. Minimalismus hilft dir dabei, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dich von überflüssigem Kram zu trennen, der dich nur belastet. Nachdem wir jetzt also besprochen haben, warum es eine gute Idee ist, sich mit Minimalismus zu beschäftigen, lass uns loslegen. Kleiderschrank. Beginnen wir mit einem Bereich, in dem sich bei vielen Menschen oft überflüssiger Kram ansammelt, der Kleiderschrank. Durchforste systematisch deinen Schrank und alle Kommoden und Schubladen, wo du deine Kleidung lagerst. Trenne dich von allem, was du im letzten Jahr nicht getragen hast. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die schnellste Möglichkeit ist natürlich die Kleiderspende. Wenn du noch ein bisschen Geld verdienen möchtest, schnapp dir dein Handy und verkaufe gut erhaltene Kleidung online. Sei allerdings gewarnt, das dauert deutlich länger. Raum für Raum. Wenn du zu Hause ausmistest, eröffne am besten nicht 20 neue Baustellen gleichzeitig. Das ist nämlich extrem demotivierend. Gehe lieber Raum für Raum vor. Innerhalb der Räume solltest du für dich auch Bereiche identifizieren. Also erst den Schrank, dann die Kommode und so weiter. Und mach dir nicht zu viel Stress. Du hast es nicht an einem Tag bekommen. Du solltest auch nicht versuchen, es alles an einem Tag wieder loszuwerden. Weniger Deko. Neben Kleidung war Dekoration bei mir früher ein echter Problembereich. An einem Dekoladen konnte ich nicht vorbeigehen und wenn ich schon mal drin war, habe ich mir auch gleich was mitgebracht. Dabei habe ich den Fehler gemacht, den die meisten Menschen beim Thema Dekoration machen. Ich habe vorher nicht überlegt, was ich überhaupt damit anfange. Deko wirkt am besten, wenn sie alleine steht. Wenn du irgendwo zu viel anhäufst, ist es nicht nur nervig, weil du mehr abstauben musst. Oftmals sieht es auch einfach nicht so gut aus, wie man es sich vorher gedacht hat. Trenne dich also von überflüssiger Deko und versuche, Impulskäufe zu vermeiden. Minimalismus beim Essen. Hast du schon mal in die Zutatenliste auf einem Fertiggericht geschaut? Meistens steht mindestens eine Zutat drauf, die du nicht kennst. Und manchmal ist man regelrecht verwundert, was sich in einer Tütensuppe so alles findet. Dabei ist es so wichtig, sich gesund zu ernähren. Ich habe persönlich eine Liste mit einfachen Gerichten, die ich häufiger koche und spare mir so den Planungsstress. Und wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, frag einfach ChatGPT nach Rezeptvorschlägen. Achtsam. Wir hatten es ja vorher schon mal kurz angesprochen. Impulskäufe können wirklich verheerend sein. Für den Platz in deiner Wohnung und für dein Konto. Versuche achtsam einzukaufen. Lass dich nicht verlocken oder von Angeboten triggern. Bevor wir jetzt gleich weitere Möglichkeiten besprechen, wie du heute noch anfangen kannst und ich dir vor allen Dingen noch meinen Geheimtipp verrate, abonniere bitte unbedingt den Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Und gemeinsam machen wir dein Leben leichter. So, jetzt geht's weiter. Finanzen. Auch kleine Summen läppern sich und werden schnell zu gewaltigen Türmen. Trenne dich also auch von überflüssigen Abonnements oder Mitgliedschaften. Außerdem lohnt es sich, regelmäßig Versicherungen und Stromanbieter zu checken. Die werden nämlich gerne gierig, wenn du länger Kunde bist. Digital. Trennen solltest du dich auch von überflüssigem Kram auf deinen Geräten, also Handy und Computer. Weg mit den Cookies, den Downloads, die du nicht mehr brauchst und den überflüssigen Lesezeichen. Am meisten zu Buche schlagen natürlich Fotos und Videos. Die können dein Gerät ganz schön ins Schwitzen bringen. Also weg damit. Freizeit. Wenn bislang Shopping dein Handy war, versuch es doch mit etwas, das weniger Besitz erfordert.
Sport, Aktivitäten in der Natur oder Singen. Auch Lesen oder ein Instrument lernen ist eine tolle Sache. Vielleicht gibt es in der Nähe auch einen Verein, der sich mit einem Thema beschäftigt, das dich interessiert. So lernst du gleich neue Leute kennen. Verschenken. Was du nicht mehr brauchst, kann weg. Darüber haben wir schon gesprochen. Wenn hier viel zusammenkommt, kann das schon mal teuer werden, denn du musst zum Sperrmüll. Eine günstige Alternative ist es, die Sachen einfach zu verschenken. An Freunde und Familie oder online bei kleinanzeigen.de. Und schon hast du wieder mehr Platz. Routinen. Ich liebe Routinen, denn sie helfen mir dabei, den Tag entspannter zu gestalten, mehr zu schaffen und gleichzeitig mehr auf mich zu achten. Seit kurzem habe ich eine neue Routine, die ich absolut liebe, weil ich dann viel wacher in den Tag starte. Bevor mein Tag morgens richtig startet, mache ich 10 Minuten leichtes Cardio-Training mit einem Fitnessvideo von Pamela Reif. Und danach fühle ich mich so richtig bereit für den Tag. Probier also ruhig verschiedene Dinge aus. Was lässt dich gut mit deinem Alltag kombinieren? Mega hilfreich sind auch kleine Aufräumroutinen. Zum Beispiel jeden Abend 10 Minuten aufräumen. Du wirst merken, wie viel weniger Zeug sich so ansammelt. Einfach super. Aufbewahrung. Immer wieder Thema bei mir auf dem Kanal, weil es einfach so hilfreich ist. Wenn du gute Aufbewahrungslösungen hast, hast du weniger Arbeit und automatisch mehr Ordnung. Es lohnt sich also, in Aufbewahrungsboxen und Körbe zu investieren, weil du so dauerhaft weniger Stress hast. So. Ab in den Endspurt mit unseren Tipps. Weiter geht's mit Nummer 12. Digital Detox. Jugendliche verbringen täglich bis zu 3 Stunden am Handy. Aber bin ich so wirklich besser? Diese Frage solltest du dir ruhig mal stellen. Denn die Zeit am Handy tut uns nicht immer gut. Benachrichtigungen können uns unter Druck setzen, sofort antworten zu müssen. Wir konsumieren oft Inhalte, die uns wütend, ängstlich oder traurig machen. Oder zweifeln an uns, weil wir uns mit perfekten Bildern vergleichen, die andere von sich posten. Dabei wissen wir ja gar nicht, wie viel davon wirklich echt ist. Gönn dir also ruhig mal eine kleine Auszeit. Beauty. Früher ging ich ohne stundenlange Beauty-Routine nicht aus dem Haus. Heute sind die Zeiten zum Glück vorbei und ich halte meine Zeit morgens im Bad eher kurz und knackig. Ich finde, das tut auch der Haut gut, weil sie besser atmen kann. Und vielleicht ist das ja auch etwas für dich. Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was du besitzt. Keiner kann sie dir zurückgeben und du kannst sie dir auch nicht nachkaufen. Deshalb lohnt es sich, deinen Kalender zu hinterfragen. Streich überflüssige Verpflichtungen heraus und triff dich nur mit Menschen, die dir gut tun. Dankbarkeit. Klingt komisch, ich weiß. Aber wenn du dankbar bist, kannst du nicht traurig sein. Und auch nicht wütend. Dankbarkeit ist ein wundervolles, sehr positives Gefühl und es lohnt sich, zumindest einmal täglich für wenige Minuten darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist und was gut war an diesem Tag. So, du hast es bis hierher geschafft. Jetzt gibt's zur Belohnung auch meinen absoluten Minimalismus-Geheimtipp. Am Ende des Tages ist Minimalismus ein Ausdruck deiner persönlichen Freiheit und Individualität. Denn es bedeutet, dass du in dich gehst und wählst, was dir wichtig ist und was nicht. Das kann niemand anderes für dich machen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen leiten lässt. Was die Mehrheit der Menschen um dich herum fordert und möchte, muss für dich noch lange nicht richtig sein. Lass dich nicht von deinen Zielen abbringen. Bleib bei dem, was du liebst. Und wenn dich dein näheres Umfeld nicht versteht, sei nicht traurig. Sie meinen es vermutlich nicht mal böse. Such nach Gleichgesinnten und vernetze dich mit ihnen. Es gibt viele Minimalisten online, sei es hier bei YouTube oder bei anderen Kanälen. Gestalte dein Leben so, wie du es für richtig hältst. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir bitte einen Daumen nach oben da und vor allen Dingen komm beim nächsten Mal wieder, denn ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin alles Liebe, deine Jasmin.